den Effekt hier auf unsere Leute, ne? Also auf die Gegner um unsere Leute herum. So, wo ist unser lieber Alas? Alas. Der ist mal wieder übernommen. Gut, also du machst den Schlangenschlag, du machst nichts, weil du übernommen wurdest und du machst diesen Flächeneffekt. Gut, du kickst den mal. Und du markierst. Ne, du machst einfach nur einen Angriff auf den Zauberer, der endlich tot ist und zu den Karten. Richtig, ein Zauberer tot. Dann bitte als nächstes auf den Dagul, der auf unseren Druiden haut. Du läufst schon wieder. Ich hab dir nicht gesagt zu laufen. Bleib stehen. Wobei, ich könnte ihm gesagt haben zu laufen, als ich den Flächeneffekt auf den Boden gemacht habe. Ich muss mehr auf diese Füße achten, neben dem Zaubersymbol. Kaputt. Ja, das hat nicht funktioniert, das ist richtig. Du wechsel auf den, der ist fast kaputt. Es wird wieder in den Tanks hängen bleiben. Wir würden ganz viele teure Tränke ausgeben müssen. Schmelztiegel saugt von den dreien Energie ab. Bist du wieder frisch? Ja, aber der Vampir haut auf dich. Hast du die Eisenhaut noch? Nein. Mach bitte eine neue Eisenhaut. Need to try something else. Du bist immer noch da. Schlagklumpen, richtig. Ein Zauberer tot. Sehr gut. Irgendwas passiert gerade mit dem Dagul da. Schadensreduktion 6. Nee, sieht aus, als wenn sie einen Effekt hätten. Na gut, du machst bitte eine Mondquelle auf uns Überlebende 4. Alas? Komm zurück. Ich weiß, es sieht nicht gut aus, aber bleib hier. Ich hab mir doch gesagt, da soll eine Eisenhaut zaubern. Warum läuft er deswegen über die Brücke? Mach ein Feuerball. Dahin. Gut. Mach ein Feuerball. Dahin. So, Mondquelle ist durch. Gut. Du hast leider keinen mehr davon. Dann probier mal diesen Erdkrallenzauber hier aus. Alles gut auf dem Deckel, ist gelähmt. Und irgendwie ist das nicht so wirklich butterweich, wie ich gedacht habe, dass ich da durchkomme. Ja, die nächsten ein, zwei Ebenen werden wir durchrasen, das ist kein Problem. Und dann wird es langsam wieder schwieriger. Ja, ich erinnere mich noch. Das ist nicht so lange her. Ja. Und da soll noch einiges kommen an Ebenen. Ich denke, ich werde ein wenig mehr in der Taktik feilen müssen. Du, mach bitte eine Frostexplosion zu Marissa. Wenn du dich bewegen kannst, wieder. Und du trinkst einen kleinen Trank und du hast du negative Effekte drauf, bestimmt. Geschockt, flankiert. Flankiert wird nicht wegkommen. Schock könnte ich wegbekommen. Furchteinflößende Aura für 2,5 Sekunden. Nee, das lohnt nicht. Regeneration. No good. Du machst keinen Schatz. Du bist auf dem Boden. Schneller Regenerationseffekt. Der muss sehr schnell werden. Nee, wir müssen nicht checken. Alles ist klar. Du. Die sind bald kaputt, das ist gut. Ja, läuft ein Todeswächter. Hey. Du haust den Dagul tot, dann haust du den Dagul tot, dann haust du den Todeswächter tot und dann kümmert ihr euch alle um den Vampir. Und du machst währenddessen außerdem ein Trio von Erdklauen strich aus dem Boden hervor. Jeder, der im Wirkungsbereich gefangen wird, ist versteinert und mit Hiebschaden belegt. Geh doch mal auf
die beiden. Aber eben fast gar nichts. Was war das? Oh, wurde genommen. Du. Versetzt die mal alle hier in Angst und Schrecken. Und hau dann weiter auf den. Oh, bist du bald mal tot? Und du. Kickst den mal zu Boden. Hey. No good. Oder auch nicht. Irgendjemand schmeißt einen Feuerball. Der aber nur uns trifft. Ja. Schön. Und er hat anscheinend eine Resistenz gegen die Waffen von Edda. Und Wechsel auf den. Nee, noch nicht. Du könntest einer Sprüche die ganze Zeit kostenlos sprechen, fällt mir gerade auf. Oh, also der Gründner im Wirkungsbereich. Schadensreduktion gegen Stich, Verbrennen, Gedöns. Das ist ein Schutzzauber, mach einen Schutzzauber. Need something? No go. Quest. Hiebschaden. Mach Hiebschaden. 40. Mach weiter Hiebschaden. Ich komm mal irgendwann da. 33? Nichts gesagt, dafür kommt auch alles jetzt auf den Deckel. Mach jetzt mal bleiben. Warum gehst du schon wieder? Jupp. Und trag hinterher. Du. Hand auflegen. Alles, auch wenn du jetzt hier einfängst, ist egal. Komm, Hand. Go. Mach. Schnell. Das war mau. Hey. Trinken, toll. Hör auf, wegzulaufen. Trinken, Trank. Gut. Ausdauer ist jetzt bei ihm okay, aber die Lebensenergie nicht. Und die Gesundheit. Take him down. Kaputt. Schneller kaputt. Und du krall jetzt mal nur dahin. Krall, 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 krall. Und du hinter. Aber let's go. Du. Da, Stichschaden. Stichschaden. Oh, du Heilung. Mini kleine putzige Heilung nochmal. That didn't work. Need to try something else. Ja, können wir schon fast Heilung nennen. Hau auf. Komm schon. Oh oh. Da. No good. Sehr gut. Dann machen wir den hier. Kriegen, also wird er Abzüge und wir kriegen dann kleine Boni auf Random Stats, war das, glaube ich. Ah, du bist wieder unser. Mach wieder Stichschaden. Ja, sehr schön. Nochmal. Ja? Zieh ihn mal hier rein. Mach noch eine Heilung. Du kannst dich nicht verwandeln. Ach, Mist. Da. Was, wo läufst du jetzt hin? Die Kante selbst. Schneller. Was? Wir könnten ihn jetzt markieren, aber ich glaube, dadurch verliere ich eine Runde, wo ich Schaden machen könnte. Also hau ich jetzt einmal mit dem Schwert und versuche, nur Schaden zu machen.
du gehörst dann zu uns. Richtig. ja, nee. Eis ist nicht gut gegen Vampire, Feuer ist gut gegen Vampire. Mach den mal so, dass du ihn theoretisch triffst, auch wenn er dann schon hier ist. Ein guter Treffer. Guter Treffer. Leider nicht genug. Nochmal. Jo. Das war sehr knapp. Hm? Was haben wir da Schönes? Wir haben Arkwins Adra, eine schwere Rüstung mit zweiter Chance, Wissensweiter, was ist Wissensweitergabe? Plus zwei Wissen. Und mehr Schadensreduktion. Als Gräf Admes Hedrit am Jahrestag des Krieges des Schwarzen Baumes die 10 Jahresverträge erließ, stellte das Plündern von engvitanischen Ruinen unter Strafe. Die Entscheidung wurde von den Glanvatanern begrüßt und auch von den Grenzsiedlern, an denen die Stämme häufiger Rache nehmen. Für die Händler und Abenteurer, die sich ihr Lebensunterhalt mit dem Verkauf von engvitanischen Artefakten verdient hatten, war sie jedoch verheerend. Viele findige Händler begannen aber, Kopien herzustellen und zu verkaufen. Viele Fälschungen waren so täuschend echt, dass selbst Gelehrte sie nicht von echten Stücken unterscheiden konnten. Manchmal wurde gar ein Medium angeheuert, um die Echtheit von den wertvollen Stücken zu bestätigen. Arkwins Adra, Adra-Rüstung, stammte aus den Ruinen beim Hof der verneigenden Asche, ähnelte zwei bekannten Fälschungen jedoch so sehr, dass sie durch Trutzbucht an Zens und Selona gereicht wurde, ehe ein Beseeler in Bade erkannte, dass es sich um ein Original handelt. Das heißt, hier sind keinerlei Informationen über die eigentliche Rüstung drin, sondern nur die Geschichte, wie es kein Plagiat ist. Gut, nehmen wir mit. Und ganz viele Knochen. So. Sure. Wie gesagt, unerwartet schwierig der Kampf, aber ich denke, den sollte man auch gar nicht machen, weil man musste ihn nicht machen. Man hätte einfach die Vampire hier auf der Etage töten können, dann runtergehen, dann ist gut. Aber Marissa wollte sich messen, wollte gucken, wie stark der Vampir hier ist, um zu gucken, wie stark dieser andere sein könnte. Und wir haben ein Problem. Zugeben, die Positionierung war nicht besonders toll. Aber allgemein muss ich viel mehr an meiner Taktik arbeiten. Und eventuell nicht so häufig die Zeit weiterlaufen lassen, sondern erstmal genau gucken, wann wer wo was macht und ob nicht irgendjemand gerade Leerlauf hat. So oder so sollten wir jetzt rasten, damit wir wieder fit sind. Genau, ist hier noch irgendwas auf der Hand? Dicke, rostrote Adra-Adern winden sich durch das Handgelenk der Statue und in die Dunkelheit dahinter. Ja, kann ich aber nicht hingehen. Was haben wir hier? Kiefer. Let's go! Da ist er aber noch nicht. Witzel, du heil mal. So ein kleines bisschen. Du verwandelst dich. Vorsichtig, die wollen, glaube ich, durch. Das sind echt wesentlich stärker, als ich gedacht hätte. Okay, verwirr die dreimal. Du schrei die mal an. Ja, ihr kümmert euch darum, ist okay. Schießt mal alle auf die. Du markierst ihn. Die waren pro Begegnung, oder? Ne, pro Ruhephase. Ja, alles gut. Die da waren pro Begegnung. Take him down! Let's go! Ich sollte ihn nicht ganz so viel vorne rumlaufen lassen, weil es immer wieder auf den Stab. Das war durch das Übernehmen wieder der Schuld. Weg. Ach, ist das fast kaputt. Ja, nicht zu unterschätzen, diese Käfer. Mhm. Wie der Vampir schon sagte. Regeneriere dich mal hoch. Und dann geht's da runter. Ja, hier war nichts mehr. Da ist die Haupttreppe. Da ist die Treppe.
Achso, das eine ist wieder die Abkürzung nach ganz oben. Das andere ist der reguläre Weg nach oben, den man hätte nehmen können. Ja. Nicht pausieren. Kurz gucken, was hier steht. Deine Sicherheitsleute berichten, dass Redricks Armee der Untoten die Festung in 3 Tagen angreifen wird. Das sollten wir diesmal selber machen. Nicht, dass wieder irgendwelche Mauern zerstört werden. Vorher runter gucken, was mit den Käfern da auf sich hat.